dann auch konfirmiert worden. Und mein Konfirmator fragte dann, willst du nicht Diakonisse werden? Ich sagte, nein, ich will ganz gerne Krankenschwester werden, aber... Dann kam die Anfrage, ob ich nicht nach Berlin gehen wollte, in die Schwesternhochschule. Und ich dachte, naja, das kannst du ja mal machen, nicht? Und war dann ein gutes Jahr in Berlin. Und, dort habe ich dann gedacht, na, also guck mal, die sind jetzt das ganze Jahr da ohne dich fertig geworden, die schaffen das auch weiter. Jetzt machst du deinen Weg fertig. Und habe dann gesagt, ja, also ich würde gerne in die Schwesternschaft eintreten. Weil in den Ortschaften, in den kleineren, keine Fortbildungsmöglichkeit für die jungen Leute bestanden. Nicht? Und dass sie die Ausbildung in der Krankenpflege oder Kinderkrankenpflege oder in der Fachschule für Sozialpädagogik machen konnten, mussten sie dann diesen vorbereitenden Anweg haben. Nicht? Und deshalb hatten wir dann diese Schule, die wir dann Pflegevorschule nannten, einfach eingerichtet für eine Zeit lang. Solange es nötig war. Jetzt können sie ja fast überall ihre 10. Klasse und ihre sonstigen Klassen machen. Aber das war damals eben ja, ein Sprungbrett für die anderen Ausbildungen, die sie dann anschließen konnten. Man muss halt da sein und muss sich Zeit mit ihnen nehmen, muss mit ihnen erzählen und muss ihre Anliegen hören, wenn sie das wollen. Und wenn sie es nicht wollen, muss man sie auch mal gehen lassen. Ich hatte in dem ersten Jahr eine Schülerin, die hatte so einen ganz großen, dicken Zopf und konnte sich noch nicht frisieren. Nicht? Da habe ich gesagt, Menschenskinder, jetzt kann ich ja auch noch anfangen, da Haarpflege zu betreiben. Nicht? Aber mussten sie ja machen. Und als sie das selber machen konnte, fand ich das ganz gut. Das war dann schön. Dann kam ich ins Krankenhaus, nicht? Und habe dann dort die Leitung gemacht. Also, wie hieß das zuerst? Hieß es leitende Schwester, dann hieß es leitende Krankenpflegekraft, dann hieß es Pflegedirektorin, nicht? Naja, aller gut. Das habe ich dann so knapp 25 Jahre gemacht, also gut 24, nicht? Und bin dann, und dann war die Schwester Ilse, also meine Vorgängerin, ja, die war dann auch über 70. Und, oder 70 Grad oder was auch immer. Auf jeden Fall bin ich wieder gefragt worden, willst du mich ablösen, so ungefähr, nicht? Also dann habe ich gesagt, oh je, na ja, aller gut, wenn sonst nichts ist, dann mache ich das halt, nicht? Und dann habe ich noch mal 7 Jahre da die oberen Rolle übernommen gehabt, nicht? Also wenn wir die Patienten am Tag versorgt hatten, dann haben wir ihnen abends ihr Abendlied gesungen. Nicht? Kommt heute gar nicht mehr vor. Nicht? Ich meine, heute hat man einen Fernsehapparat oder einen CD-Player oder was weiß dann ich, nicht, den man da nützt. Aber damals haben wir das da gemacht und die Leute haben sich eigentlich gefreut. Nicht? Also die haben es gerne gehört. Es war halt ganz anders. Das andere ist, wir hatten nicht in allen Zimmern fließend Wasser. Man musste dann also immer das Wasser von irgendeiner Zapfstelle holen und in die Zimmer bringen und wieder raustragen und wieder holen. Und das war dann also ein ständiges Hin und Her. Das war schon manchmal ein bisschen anstrengend. Nicht? Oder wir hatten Frauen, die zur Entbindung kamen, auf einer 50-Bettenstation. Nebendran war der OP, unten war die Ambulanz. Nicht? Und da musste man überall da sein, nach Möglichkeit. Nicht? Das kann man ja nicht, man kann ja nur an einer Stelle sein. Schlimme Dinge waren halt,
Dann, wenn Suizidalpatienten eingeliefert wurden, die kamen dann oft gegen Morgen. Und das war schon immer schwierig, nicht? Also dann deren Probleme dann zu erahnen und ihnen vielleicht auch eine Möglichkeit des Weiterlebens zu ermöglichen. Nicht? Aber dass Menschen da sind, die sich anderen Menschen wirklich freundlich zuwenden können und ihre jeweilige Situation erkennen, nicht? In der sie Hilfe brauchen und dann auch Hilfe annehmen können.